Okay, das ist eklig. Das ist krass, gell? Bäh. Weißt du, wie die ausschaut? Wie Tati? Okay, dann drück Kreis, dann bin ich raus. Fortsetzen, Kreis drücken. Ja, kann ich glaube ich auch raus. Und dann Start. Einfach auswählen, fortsetzen. Oder so. So. Schon ansagen. Schon ansagen. Du spielst ja Kann immer ich der, wo machen. spielt. Sag dann. Hallihallo und ein herzliches Willkommen, meine Lieben, bei Until Dawn. So, ich gucke jetzt, versuche jetzt das Until mal Dawn. natürlich. Wir müssen zur Seilbahnstation mit der guten Dame hier. Im letzten Part haben wir ja zwei gute Freundinnen verloren. Oh ja. Diese Entscheidung. Wir fragen uns immer noch, wer eine hätte eine überlebt oder wären beide trotzdem gestorben. Das ist jetzt das Haken an dem Spiel. Man wird es nie erfahren, Und erst wenn vor man durch allen ist. Dingen hätte sich der Report anders angehört oder so. Ja. Wer weiß, schau. Das Tor ist kaputt. Kletter rüber, Was steht Chris. da hinten drauf? Von George Washington gesendet. Wegbeschreibung. Bitte entfernen einen Blackwood. Bindest anhalten, sonst fährt er durch. Ach, das ist einfach nur Käse. Geht's noch? Das ist einfach. Ah, okay. Gut, wie kann ich das jetzt? Ich als Legastheniker hier. Da noch mal. Das Tor ist kaputt, du musst rüberklettern. Oh, Scheiße, lassen wir es. Okay. Muss irgendwo Weg finden, rüber zu klettern. Gut. Ich denke mal hier hoch. Jo, wäre eine Möglichkeit. Genau. Schnell oder sicher? Nee, sicher. Ja, wir haben ja nichts zu verrennen. Eben, wir haben Zeit. Oh! Ich als Legastheniker Kreis. Huh. Erstmal gucken, wo ist das? Springen oder klettern? Klettern. Klettern. Kreis. Dreieck. Guck. Viereck. Unfair. Denkst du, da kommt nix? Wie kommt der so schnell da rein? Oben auf dem kleinen Klippe. Oh, da ist die kleine Klippe. War das nicht, dass man schneller laufen kann? R1. Nein. Nein, das war verkehrt. Dennis L. Doch. L1. Früher L1. Aber es geht noch Oh nicht. Gott. Wenn das nicht Hier, bewegen soll kleine auf dem Bildschirm Tati. erscheint, halte den. Ja, das Ist Konto doch so ruhig wie oder? möglich. Hä? Nicht bewegen. Das ist geil. Das wird nachher so wichtig sein, wenn wir verfolgt werden wahrscheinlich. Wenn du unsicher bist, was du als nächstes tun kannst, kannst du dein aktuelles Ziel von Drücken durch R1 ansehen. Gehe zur Seilbahnstation. Ah, okay. L1 ist dann sprinten, oder? Oder ein bisschen schneller rennen. Das ist ein bisschen schneller Ein laufen. bisschen schneller. Oh, was haben wir hier? Können wir das angucken? Hey. Ja. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiungen. Ah, okay, was die verschiedenen Schmetterlinge Können wir bedeuten. mal durchlesen? Komm, ich will es durchlesen. Einmal hoch. Okay. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farben des Schmetterlings symbolisierten die Art der Prophezeiung. Tod, schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust. Braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung. Gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Okay. Coole Idee. Wir wahrscheinlich Schmetterlinge Oh sehen. nein, ich will es nicht sehen. Während du dich umsiehst, kannst du tote Totem-Artefakte entdecken. Wenn du ein Totem aufhebst und umdrehst, siehst du einen farbigen Schmetterling und eine Vorwarnung. In die Zukunft, okay. Was? Ich hab's nicht gesehen. Ich habe keinen Schmetterling gesehen. Hast du Schmetterling gesehen? Nee, das war kein Schmetterling, das war.
zu, so, ob die Prophezeiung wahr wird, hängt von deiner Entscheidung ab. Okay. Drücke jederzeit. Okay, kann man da. Ach, oben stand es drinnen. Okay. Gelb war sie denn. Okay, da können wir nochmal untersuchen machen. Ah, dann können wir das Video nochmal angucken. Vielleicht ist ja er derjenige, der uns versucht zu verfolgen und gerade so erschrecken oder so. Nee, der andere hat ein Messer in der Hand gehabt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ach, das Totem war gelb, das sollte das heißen. Ah, das sollte das mit Schmetterling heißen, okay. Okay. Warum ist das so von oben drauf Sicht? Will mich hier kurz mal umgucken. Wird es nicht viel geben, das meiste blinkt ja. Das ist zum Schild höchstens noch. Was ist hier? Pass. Kannst du angucken. Der Pass ist beyond out. Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Oh, das ist mies. Okay, dann. Geh mal in die Seilbahn, hä? Ist hier noch was? Ich denke. Da ist doch. Warte, da ist noch ein Rucksack. Bist du hier? Ja, da liegt noch was. Dein Rucksack ist hier, wo bist du? Er versteckt sich wahrscheinlich, da oder? Drin, oder? Hallo, was haben wir denn hier? Ein Handling. Gute Frage. Mach mal herumschnüffeln, komm. Aha, sieh an, wer da ist. Oh. Ashley? Hey, Schnüffel. Gott. Chris ist verknallt in Ashley, methodisch, beschützerisch, humorvoll. Okay. Und der Spitterlingseffekt tut die Geschichte ändern. Okay. I'm sorry. Bist du meine Sekretärin? Es hat vibriert. Cool, dann danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt. Klar, weil sie jetzt weiß, dass er verliebt ist in sie. Es wäre ja anders, wenn sie es nicht wüsste. Oh, also... Ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Okay. Was haben wir hier? Da links. Hinweis entdeckt, Steckbrief. Gesucht. Okay. Besuchen uns die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Okay. Gesuchte Geschlecht männlich, als gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung erstes Grad, so ist mehrere Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood. Police Monty Provisional the Blackwood. Julie! 98, okay, welches Jahr spielen wir? Sammle Hinweise, um die Geheimnisse von Antel Dodd zu lüften und deine Überlebenschance zu erhöhen. Drücke R1. Zu gucken, wieder die gesammelten Sachen. Okay. Ich sollte richtig Knöpfler drücken. Tada! Ein Schießstand. Ziemlich krass, oder? Okay. Tada! Ja! Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. Ich bin ein guter Schütze in Real Life, aber nicht im Videospiel. Ziele mit dem rechten Strickdrückerzpfeil zum Schießen. Links. Oh, da geht die Zeit ab. Yo. Yeah! Nummer 2. Die Flasche. Das ist eine Dose sogar. Nummer 3. Und meine Dose. Ja! Yeah! Ich bin gut! Der Timerring zeigt an, wie weit du bist. Nicht übermütig werden. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay. Wow. Ich bin böse. Ich bin böse dreist. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Ja, die Zeit wahrscheinlich schneller, hä? Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Oh. Oh nein!
Nein, ich mach das Eichhörnchen nicht. Ich verscheuch's lieber. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt! Schmetterlingseffekt. Hey, klar, warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Geschichte wird sich wieder ändern. Ich bin kein Mensch, der Tiere quält. Und vor allen Dingen, wenn wir auf dem Indianergebiet sind. Mann, das ist. Kann man ihnen das auch nochmal? Nee, das ist blöd. Denke ich. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Was ich sagen wollte, ganz besonders, wenn wir in dem Indianergebiet sind und sowas, ist es vielleicht nicht ganz so vorteilhaft. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Okay. Ladies first. Sie ähnelt so sehr meiner Freundin, das ist der Wahnsinn. Muss echt schwer sein für Josh. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Na, wir müssen einfach alle auf ihn aufpassen. Da. Das muss so schlimm für ihn sein. Haben wir hier? Gar nichts hinten drin. Er ist nicht gerade der Typ, der andere um Hilfe bittet, weißt du? Ja. Das ist ein Poster. Ein Poster. Ein Poster. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Hotel und Sanatorium für einen gesunden Körper und Geist. Ja. Für einen toten Körper bin und Geist. Bin natürlich einer, der immer ganz gerne mal alles durchwühlt. Mit, Alter, auf Whirlpool oder was? Ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Ist ein großer Berg. Da kommt was, hä? Oder? Hat sich's nur so angehört. Wann kommt das Buch raus? Was? Dein Poesieband. Der schlafende Riese vom Blackwood Forest. Ach, lass das. Endlich. Kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber. Ja, schnell einsteigen, bevor es zugeht. Das ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut. Gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Yo, Bro. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorne. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Streber. Und ich musste nach hinten. Ja. Und? Und neben Josh, als Banknachbar. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat. Pff, ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Schmetterlingseffekt. Oh ja. Auf jeden Fall. Nun sind wir oben. Das Tolle ist, dass es bis jetzt noch recht gemütlich und chillig abläuft. Jess, Mikes neue Freundin. Selbstsicher, gutgläubig, respektlos. Teenie halt, oder? Ich mag die jetzt schon nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit sie zu begrüßen.
Dann schau mal, welche neuen Leute da kommen. Was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Niemals! Nein! Du hast keine andere Wahl. Ach, Mann. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Ah, okay, wegen dem Meine Handy. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will es wissen. Was machen wir? Was machen wir? Erklären oder beharren? Gib das zurück oder Mike das erklären? Ich mach erklären. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow. Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ja. Ganz einfach. Ich würde eher sagen, er ist aus Em raus und. Na, egal. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ich meine, ihr wisst schon. Süße Blümchen unter Hose. Sam. Hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Diese Aussicht. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Diese Aussicht. Wow, wunderschön. Hätten die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily, Mike's Ex. Einfallsreich, überzeugend, intelligent. Und aus dem Trailer, den wir zocken können, absolut nervtötend. Dann wäre es nicht mehr so malebisch. Matt, Emilys neuer Freund. Motiviert, ehrgeizig, sportlich. Sag's hey. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Da hast du einen. Washington Lodge Außenbereich. Okay. Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Aber nur langsam. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Stimmt. Komm, ein bisschen mit der Steuerung nicht klar mit dem... Blutsack im Bild. Scheiße! Mir ist auf einmal warm. Mike, Emilys Ex. Intelligent, engagiert, überzeugend und lustig. Ich drücke einfach mal weiter. Zu geil. Michael. Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen, sehen können. Ich hätte fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Drohen oder begrüßen? Begrüßen. Machen wir es mal ganz freundlich. Wir sind alle Freunde. Ich spreche es jetzt einfach an. Ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Meh. Verstanden. Ich sehe es ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Gott, ist der. Krasse Sache. Oh Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Gott, diese Ich lass dich nicht allein. Genau. Freunde, auf Freund tun. Ich lass dich nicht allein. Em,
Ich finde wirklich, du solltest den Pfad nicht allein runterlaufen. Im Ernst jetzt? Es ist kalt und gleich wird's dunkel und... Und du beschützt mich dann vor der bösen Dunkelheit. Ich lass unser Zeug hier und komm mit. Es klaut schon keiner. Matt, willst du mich veralbern? Das Ganze dauert doch nur 5 Minuten. Willst du mich wirklich ständig bewachen? So war das nicht gemeint. Warum hörst du nicht einfach auf mich? Warum Weil du nicht schlagst du immer alles, was ich sage? Tut mir leid. Em, ich will doch nur helfen. Wenn du helfen willst, dann bring unseren Kram und alles rauf zur Lodge, so schnell du kannst, okay? Okay. Gut, was immer du willst. Danke. Wir treffen uns oben, wenn ich bei Sam war. Dann bis später. Wenn du mit Mike rumgeknutscht hast, okay. Mann. Unglaublich. Was will man dazu sagen? Und nun? Hammer noch Ashley ist verknallt in Chris, fleißig, neugierig und offen für alles. Und hat riesen Rehaugen. Ich würde jetzt aber sagen, bevor ich jetzt hier auf Weiter drücke, dass wir hier eine kleine Pause einlegen, denn sonst geht das ja ultra lang. Genau, weil sonst waren die Videos ja wieder zu extrem lang. Dann lasst einen Daumen da und einen Kommentar, wie es euch gefallen hat und seid nächstes Mal wieder dabei, wenn wir wieder irgendwelche Entscheidungen treffen müssen. Ihr könnt uns auch ganz gerne in die Kommentare schreiben, was für eine Videolänge ihr denn gerne sehen wollt. Nicht, dass ihr sagt, okay, bei 10 Minuten fängt es schon an zu hapern, zu folgen und so weiter. Dann würden wir uns das ein bisschen... Genau. Eingrenzen. Sonst aber 20 Minuten war ja immer Standard, von daher haben wir es mal auf so beschlossen. Gut, genau. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss!